Gott, ich will einen nächsten Teil von dem Vergissmeinnicht-Tag machen. Aber ich fange auch gleich mal an, am besten mit den Sachen, die ich hier drin liegen habe. Das sind die Gesichtspflege-Sachen. Dann zeige ich euch zwei Sachen, die ich leer gemacht habe. Als allererste habe ich ja die BB-Creme noch auf meiner Liste. Die wird und wird nicht leer, weil ich sie auch, ehrlich gesagt, sehr, sehr selten verwende. Ich mag den Duft, aber ja, ich verwende sie sehr, sehr selten. Es ist auch nicht wirklich viel weg. Ich gebe mir Mühe. Gestern war ich brav und habe sie benutzt, aber es wird und wird nicht weniger. So wie mit der Maske. Alter Schwede. Da bin ich auch sehr schlecht, die aufzubrauchen, obwohl jetzt schon ein bisschen was fehlt. Ich habe überlegt, die für Dekolleté dann zu verwenden. Also fürs Dekolleté, so. Dann die 8 Hour. Die habe ich ja auch noch auf meiner Liste. Die benutze ich nur zwischendurch, wenn ich zum Beispiel sehr raue Lippen habe oder so. Oder entzündete Pickel. Die habe ich auch sehr, sehr selten wiederverwendet. Jetzt kratzt mein Hals. Jo, da ist noch bis hierhin voll. Entschuldigung. Ich mache das halt sehr, sehr selten, weil mir leider oft die Zeit dazu fehlt, ist nun mal so. Das war jetzt Gesicht. Ich zeige euch jetzt mal die Körperprodukte, die ich zurzeit verwenden will. Ich habe nämlich noch zwei hinzugefügt. Und zwar geht es um die Hafersachen. Das Duschgel ist schon ein paar Mal benutzt worden, wie ihr sehen könnt. Auch die Bodylotion habe ich zwei, dreimal benutzt, glaube ich. Das ist nur das Blöde mit dem Aufmachen. So, die riecht der Hammer. Die riecht so geil, so, so geil. Ich habe dreimal die Hafer-Bodylotion. Einmal habe ich sie in so der Form, also in dieser Form. Und einmal habe ich es dann, zweimal habe ich es noch in so einer Form, in Körpermilchform. Weil das ist die Körpercreme. Ja, und die beiden habe ich halt noch hinzugefügt. Dann habe ich noch zwei Handcremen. Ich glaube, die habe ich euch gezeigt im letzten Video. Die ist ja wohl grauslich. Wieder die Hafer von Yves Rocher. Die habe ich auch nur ein paar Mal verwendet, wie ihr sehen könnt. Ich bin ein bisschen, wie ihr gesehen habt, ich musste kurz aufhören, weil mich kratzt so im Hals. Das ist so schlimm. Ja, die Hafer habe ich jetzt nicht so oft verwendet. Ich versuche krampfhaft die hier aufzubrauchen, was aber auch nicht so gut funktioniert, obwohl es schon bis hierhin leer ist. Aber da ist ein Rabe ganz nah mein Fenster vorbeigeflogen. Alle guten Dinge, glaube ich, sind drei. Wundert euch nicht, ich habe so einen Lutschzucker im Hut. Weil ich halte es nicht mehr aus. Also Video drehen wird heute nicht leicht. Ich habe das Duschgel auf meine Liste ja genommen. Ich glaube, das habe ich euch sogar in dem letzten Video gezeigt. Es ist auch schon ganz schön viel weg. Also über die Hälfte ist weg. Also da bin ich echt stolz auf mich. Das Problem ist, ich will das nicht aufbrauchen. Es klingt voll behindert, aber ich will das echt nicht aufbrauchen. So geht es mir auch mit die beiden Sachen. Schaut wirklich aus. Das ist das Peeling von Soap & Glory. Das sieht so aus. Ich mochte das so, so gern. Ich hätte es mir auf jeden Fall nochmal nachgekauft, aber leider gibt es das bei uns ja nicht mehr. Ich liebe den Duft davon. Es ist fast leer. Da überkommt mich ein kleiner Wutanfall. So. Das Peeling ist fast leer, Gott sei Dank. Das Negative ist, ich kann es mir nicht nachkaufen. Finde ich total beschissen. Aber ja. Ich will es halt auch nicht aufbrauchen. Ich mag den. Boah, das riecht schon, wenn man nur die Verpackung aufmacht. Ich liebe den Duft davon. Ich muss mal gucken, ob es auf Amazon noch erhältlich ist. Dann frage ich meinen Freund, ob er es mir bestellt, weil ich mag das unbedingt nochmal haben. Dann habe ich hier die Bodylotion noch, die ich noch leer machen muss. Da hat sich noch nicht viel dran. Aber den Duft liebe ich auch. Die pflegt so, so gut. Ich liebe den Duft. Also ich gehe auch relativ sparsam mit der Bodylotion um. Aber nur, weil ich auch so eincremefaul noch immer bin. Dann möchte ich euch zwei Sachen zeigen, die ich leer gemacht habe. Fangen wir mit dem an, weil das muss ich in meine aufgebrauchte Tüte noch schmeißen. Deswegen werde ich zu dem jetzt nicht so viel sagen. Ich habe noch ein Backup davon. Ihr wisst, dass ich das mochte. Das war ja dieses Handpeeling von Yves Rocher. Ich mag das total gerne. Ich würde es mir auch immer wieder nachkaufen. Nur das Problem ist, ich vergesse es immer. Ich habe jetzt aktuell noch eins von Alessandro, was ich noch nicht mal fotografiert habe, weil ich vergessen habe. Aber ich habe davon noch ein Backup und ich mag das echt gern. Als nächstes möchte ich euch die Biotherm zeigen. Und dann war ich ja verdammt stolz auf mich, dass ich die leer gemacht habe. Habt ihr auch im Aufgebraucht-Video gesehen. Ich bin noch immer stolz auf mich, dass ich die leer gemacht habe. Ich finde sie halt, das ist kein Deutsch gewesen,
Ich finde, sie wäre im Sommer besser gewesen, als dass ich sie im Winter aufgebraucht habe. Aber egal. Deswegen, ja. Ich fand sie gut, aber ich kann nicht reden. Ich fand sie okay, aber ich würde sie mir jetzt, glaube ich, nicht nochmal nachkaufen. Sollte ich sie nochmal irgendwie so in der Größe dabei haben, ja okay, aber ich glaube nicht, dass ich sie mir nachkaufen würde. Ja. Ich hoffe, dass ich jetzt noch ein Video drehen kann, weil eigentlich hatte ich noch eins geplant. Okay. Das heißt, wir sehen sie dann im nächsten Video, falls ich nicht vorher erstickt bin. Bis dann.